So Leute, heute in diesem Video soll es mal um einige Items gehen, die ja jetzt in der neuen Season rausgenommen worden sind. Lasst gerne ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da, falls ihr neu da seid. Noch eine kurze Eigenwerbung hier, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich mit meinem Supporter-Creator-Code unterstützen. FER-JUS, danke für euren Support und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Ich bin jetzt hier schon mal im Kreativmodus. Ich habe für euch mal hier solche Platten vorbereitet, damit ihr sehen könnt, welche Items bzw. Items und Waffen ich so in dieser Season vermisse. Ihr könnt das gleiche natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, würde mich sehr interessieren. Fangen wir mal hier mit der goldenen schallgedämpften Scar an. Die normale Scar befindet sich ja in-game, finde ich jetzt nicht so nice. Ich finde die hier eigentlich besser. Damit kann man präziser schießen, würde ich jetzt mal sagen. Man kann so leichte Schüsse abgeben. Mit der treffe ich eigentlich meistens immer Headshots. Hat ziemlich Spaß gemacht, mit der zu spielen. Die wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder zurückkommen. Also ich hoffe es zumindest. Dann kommen wir auch schon hier direkt zu einer Schrotflinte. Und zwar ist es die Combat. Mit der konnte man ja ziemlich verrückt spielen. Also aus einer guten Entfernung immer so 20er, 30er Hits. In der Season X haben sich ja die Leute ziemlich aufgeregt, dass die OP ist. Und ganz am Anfang von der Season X hat sich auch jeder beschwert, dass man mit der überhaupt nicht spielen kann. Es war auch ungewohnt, aber nach 3-4 Wochen konnte ich eigentlich mit der Waffe ziemlich gut spielen. Vermisse ich auch, sollte vielleicht in einem Extra-Modus mal rauskommen, damit ich mal mit der mal wieder spielen kann. Natürlich im Kreativmodus kann man immer noch hier in Zone Wars mit der zocken, macht auch immer ziemlich Spaß. Dann kommen wir hier auch schon zu der Heavy Sniper. Die finde ich so krass, mit der habe ich immer gepusht. Ich vermisse die zu 100%. Also ich habe keine anderen Worte, also die vermisse ich auf jeden Fall ziemlich heftig. Eine krasse Waffe, macht Spaß mit der zu spielen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon hier zu den letzten Items, da drehe ich mich mal komplett um. Okay, hier spawnen die Items irgendwie nicht, keine Ahnung, warum die nicht spawnen. Ich habe hier auf jeden Fall, wie heißt dieses Ding? Kann ich das hier irgendwie nachschauen? Wie heißt es nochmal? Das Ganze heißt hier Schockwellengranate, genau, wenn dich jemand gepusht hat, dann konntest du einfach easy abhauen. In der Season fehlt mir das Ganze, dass man irgendwie abhauen kann. Ich werde immer gepusht und sterbe dann. In der Season bin ich so oder so ziemlich lost unterwegs. Ich brauche mal wieder ein Item, womit man abhauen kann. Das habe ich ziemlich gefeiert. Und hier hatte ich eigentlich die Sprungfläche. Wo befindet sich die Sprungfläche? Ich meine auch irgendwo hier, oder? Genau, die Sprungfläche kann ich mal hier irgendwo platzieren. Genau. Das Jump Pad finde ich auch eine ziemlich gute Methode, um abzuhauen. Ich benutze es mal wieder ganz kurz. Ich habe das schon so lange nicht mehr benutzt. Also das müssen sie auf jeden Fall in den nächsten Wochen bitte wieder zurückbringen. Und das letzte Item, was eigentlich hier spawnen sollte, werde ich euch auch mal kurz zeigen. Und zwar der Taschenriss. Auch eine ziemlich gute Methode, um abzuhauen. Wo befindet sich denn der Taschenriss? Muss ich auch mal wieder benutzen. Habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Ist ja natürlich auch draußen. Der Taschenriss muss sich hier befinden. Genau hier einmal kurz ausrüsten. Und benutzen, zack. Es war so heftig, weil einer hat sich einfach gepusht, so ein richtig heftiger Gegner, und dann warst du einfach weg. Natürlich konnte er dich verfolgen, aber trotzdem, man hatte einfach eine Möglichkeit abzuhauen. Das hier sind hier so meine Favorite Items, die wieder zurückkommen sollen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.